Jo Leute, es gibt wieder das Cable Max 1000 für 45 Euro. Nicht schlecht. Kommt für mich ein bisschen zu spät. 2 Monate zu spät, genau genommen. Aber ich bin ja auch ganz gut weggekommen hier bei Vorteilstarife. Also ich zahle jetzt im Schnitt 39,94. Also wenn man den Amazon-Gutschein berücksichtigt. Und dauerhaft 50 Euro. Also dauerhaft zahle ich 5 Euro mehr als das momentane Angebot hier. Das hier ist das, also ab heute buchbar. 1000er Leitung für 44,90 ohne Router. Der kostet dann wahrscheinlich extra. Yep. Aber gut, für mich wäre das eh kein Problem. Also es ist trotzdem immer noch billiger als diese 65 Euro, wo das, nee, bei den 65 Euro, das war nicht mal dabei, glaube ich. Das Kabelfernsehen, ja. Deswegen, das kann man auch dazu buchen. Wenn man Glück hat, ist kostenlos. Aber ich habe eh kein Interesse an Kabelfernsehen. Also, ich kann es echt nur empfehlen. Holt es euch, das Cable Max 1000, den Klassiker. Der hat früher sogar nur 39,99 gekostet. Ja. Aber alles wird teurer. Ich weiß gar nicht, wo das andere Angebot ist. Für 65 Euro mal schauen. Ist es überhaupt noch Kabelinternet? Kabeltarife. Ist es überhaupt noch? Nee, das andere gibt es gar nicht mehr. Das ist jetzt der neue Standard hier, 44,99. Und das kann man ein paar Monate lang buchen. Moment, hier. Übrigens Speedtest, alles top. Ich liebe es immer noch, über 1054. Upload auch top. Und ja, auch da kann ich es empfehlen. Hier ein bisschen weniger, warum auch immer. Ne? Aber egal. Ist immer noch super geil. Ja, ich habe das, wie gesagt, hier gefunden. Zum Kampfpreis. Vodafone bringt den Internettarif Giga zu Hause Cable Max 1000 zurück. Ab heute Montag, den 28. soll der Hochgeschwindigkeitsinternetzugang wieder buchbar sein. Die genauen Konditionen von Cable Max 1000 sollen Sie ab 10 Uhr finden. Ja. Und ja, das ist eine feine Sache. Also, ich schätze mal, gut. Dauerhaft wäre mir 45 Euro natürlich auch lieber als 9, also als 50 Euro. Aber jetzt, wenn man jetzt erstmal für mich den Amazon-Gutschein berücksichtigt, dann komme ich ganz gut weg mit ca. 40 Euro im Schnitt. Plus, dieses Cable Max kann ich ja später auch buchen, schätze ich mal. Wenn die Mindestvertragslaufzeit abgelaufen ist. Mal gucken. Den Tarif. Cable Max 1000 können interessierte Kunden zum Preis von 44,90 bis zum 26. März buchen. Der Tarif ist zu diesem Preis also 5 Monate lang verfügbar. Der monatliche Preis von 44,99 soll dauerhaft gültig bleiben, wie Vodafone verspricht. Jo. Ein Flatrate für Telefonate ins deutsche Fest- und Mobilfunknetz ist in diesem Tarif enthalten. Der passende Kabelrouter Vodafone Station ist ohne zusätzliche Kosten inklusive. Oh, okay, also der Router ist inklusive, immerhin. Bei dem anderen Angebot hat es alles irgendwie extra gekostet, gell? Ja. Ich würde trotzdem eher eine Fritzbox empfehlen. Gegen Aufpreis gibt es Kabelfernsehen mit bis zu 90 Sendern. Ja gut, brauche ich nicht bei Pooh. Yes. Alle Neukunden, bei denen ein Kabelplus von Vodafone mit der gefunden ist, ein Verfügbarkeitstest, okay. Außerdem können Bestandskunden, bei denen die Mindestvertragslaufzeit bereits abgelaufen ist, jederzeit in den neuen Tarif wechseln. Auch Bestandskunden, die leistungsschwächere, sprich günstigere Tarife nutzen und sich noch in der Mindestvertragslaufzeit befinden, können upgraden. Die Laufzeit des Vertrags beginnt dann von neuem. Ein richtig guter Preis. Ja, finde ich auch. Ist richtig günstig. Ja. Deutsche Glasfaser wiederum ruft für einen 1000 Mbit-Tarif 89,90 pro Monat auf. Ja, das ist wieder der Grund, wieso Glasfaser so unattraktiv ist für die Leute. Es ist teuer, Mann. 90 Euro. Ich bin da zufrieden mit 50 Euro, weißt du? Ich finde auch, wenn es zu billig ist, ja, wenn der Angebot zu billig ist, dann hat der Provider auch nicht genug Geld zum Reinvestieren. Das ist auch blöd. Deswegen ist mir lieber, ich zahle ein bisschen mehr und habe meine Ruhe. Und das soll auch so bleiben. Bei 10 Euro weniger hätte ich schon langsam Angst. Also es darf nicht zu günstig sein. Okay.
Genau, und Vodafone verkauft uns üblicherweise den Tausender-Tarif für 65 Euro. 20 Euro billiger. Das ist gut. Also ich würde jetzt echt zuschlagen. So wie ich das jetzt verstanden habe. Gut, das heißt also, wenn jetzt bei mir in 2 Jahren die Mindestvertragslaufzeit abgelaufen ist und es kommt wieder so ein Tarif, dann kann ich auch da rein wechseln. Ah, ich bin sicher, das kommt wieder rein. Oder dieses Angebot wird immer wieder weiter erneuert, erneuert, erneuert. Na, so wie früher auch immer. Nur Standard. Ja, coole Sache. Also in 2 Jahren, wenn ich Glück habe und das Angebot gilt, dann zahle ich 5 Euro weniger. Dauerhaft. Okay. Also ich kann das nicht nur empfehlen. Ich habe wirklich überhaupt keine Probleme. Wir haben jetzt 17 Uhr. Ist auch egal, wie viel Uhr wir haben, weil bei mir läuft es immer tipptopp. Ja. Und nicht Speedtest, aktuelle Messung hier. Es läuft immer noch sehr, sehr gut. Nach 2 Monaten überhaupt keine Probleme und zu diesem Kampfpreis ist es wirklich, also wie ich schon sagte, ich bin so zufrieden, dass ich gar keine Sehnsucht mehr nach Glasfaser habe. Überhaupt keine Sehnsucht, weil und zu dem Preis schon mal überhaupt nicht mehr dann. Also wenn ich 45 zahle statt 90, da bleibe ich lieber hier bei Vodafone dann später, ne? Immer noch sowieso. Ne? Was sieht das mit Glasfaser? Glasfasertarife? Oh, jetzt habe ich, jetzt bin ich, Moment. Glasfaser. Ja, das ist mir auch zu teuer, Leute. Das ist wie 80 Euro, da habe ich auch wieder keinen Bock drauf. Mehr Upload, aber ich würde das nicht machen. Das ist mir zu teuer. Ist sowieso nicht verfügbar bei mir. Ne? Von da hat sich die Diskussion eh erledigt. So, eben gerade Speedtest gemacht. Wie gesagt, 1043. Und ja, super geil. Holt es euch, wenn ihr es noch nicht habt. Ja. Schade, das Angebot hätten die vor 2 Monaten mal bringen können. Ne? Hätte ich auch zugegriffen. 45 Euro dauerhaft, auch ohne den Amazon-Gutschein. Das wäre, weil das ist ja dann langfristig dauerhaft und da spare ich auf die Dauer dann. Ne? Das ist eigentlich sogar besser so gesehen. Weil den Gutschein bekommen wir ja nur einmal hier. Ne? Einmaliger Gutschein. In 2 Wochen bekomme ich den und ja, ich werde berichten, wenn er, ob der funktioniert oder nicht funktioniert, ob es Probleme gibt oder nicht Probleme gibt. Aber ich schätze mal, es wird super laufen hier. Ich habe aber ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass dieses Angebot nochmal unterboten wird hier. Weil das war jetzt schon so lange, ich glaube ein Jahr lang. Ja? Das ist ein Jahr lang mit diesen 65 Euro. Oder wie lange geht das jetzt schon mit den 65 Euro? Und ja, aber wie gesagt, holt es euch. Wo sind wir? Und ja, das ist eigentlich genau das, was ich auch wollte von Anfang an. Das reine ohne Kabel TV. Aber genau das hier, das im selben Umfang, hat 20 Euro mehr gekostet vor ein paar Tagen noch. Alles klar, dann würde ich sagen, viel Spaß mit Vodafone und ich kann es sehr empfehlen. Immer noch.